Ho, ho, ho! Bald ist Weihnachten. Jetzt noch schnell ein paar Geschenke besorgen. Aber ich weiß noch gar nicht, was. Ich hab's. Ich google das einfach mal. Du machst es mir ja leicht. Jetzt weiß ich, dass du einen kleinen Bruder hast, der gern PlayStation 3 spielt. Und dass du verliebt bist. Wie süß. Google speichert nämlich alles, was du suchst. Setzt Cookies, merkt sich deine IP-Adresse und erstellt ein Nutzerprofil von dir. Da kann ich mich ganz einfach reinhacken. Du schon wieder? So leicht kriegst du mich nicht. Dann benutze ich einfach eine sichere Suchmaschine, mit der ich anonym suchen kann. Ja, suche am besten mit Yahoo oder Bing. Vorsicht, auch diese Anbieter speichern deinen Suchverlauf und deine IP-Adresse. Die ist sowas wie dein Autokennzeichen im Internet, womit man dich identifizieren kann. Außerdem wird dir von diesen Suchmaschinen viel Werbung angezeigt. Sichere und anonyme Alternativen sind Xquick und DuckDuckGo. Diese speichern weder deine IP-Adresse noch wonach du suchst. Bei DuckDuckGo kannst du sogar Werbung komplett abstellen. Die Ergebnisse von anderen Suchmaschinen sind doch total ungenau. Für deinen Bruder wird dir ein Wii-Spiel für Mädchen angezeigt und für deine Freundin wird Paintball vorgeschlagen. Da findest du nie, wonach du suchst. Komm schon, benutz doch lieber Google. Es stimmt, dass viele Suchmaschinen ungenauer sind als Google, da Google eine Vielzahl von Technologien benutzt, um seine Ergebnislisten zu optimieren. Wenn du nicht auf Googles Ergebnisse verzichten willst, kannst du Startpage nutzen oder das Browser-Add-on Disconnect Private Search installieren. Beide leiten deine Suche an Google weiter, aber verschlüsselt und ohne deine IP-Adresse. So weiß Google nicht, wer da sucht, du bekommst aber fast die gleichen Ergebnisse. Dann locke ich dich eben auf meine Phishing-Seite www.diebestenweihnachtsgeschenke.to. Die steht extra weit oben in den Suchergebnissen. Das wird ein Spaß. Vorsicht! Über die Ergebnisse von Suchmaschinen kannst du auf unseriösen Websites, Werbung oder Phishing-Seiten landen. Fiese Hacker richten die ein, um Viren zu verteilen und deine Daten abzugreifen. Solche Websites können so präpariert werden, dass sie öfter und weiter oben in Suchergebnissen auftauchen. Wenn du dir nicht sicher bist, ob eine Website seriös ist, hilft das Browser-Add-on Web of Trust. Es zeigt dir hinter jedem Link mit grünen, gelben und roten Kreisen, welche Websites du öffnen kannst und welche du lieber nicht anklicken solltest. Tja, dann darfst du wohl gar keine Suchmaschine mehr benutzen. Quatsch! Oh nein! Sei dir bewusst, dass Google und Co. deine Daten sammeln. Möchtest du das nicht, kannst du sichere Suchmaschinen nutzen, die deine Daten schützen. Generell solltest du mit Suchergebnissen nie zu sorglos umgehen, denn Phishing-Seiten können sich überall verstecken. Jetzt ist Weihnachten gerettet und deine Daten auch. Tschüss, bis zum nächsten Jahr. Ho, ho, ho!